Das ist Nils und er lebt in seinem Wohnmobil. Ich grüße dich, Nils. Hallo. Ja, du bist Schweizer. Genau, ich bin Schweizer. Ja, hört man. Du kommst aus Ludwigshafen, oder? Ja, genau, Rockliswil. Okay. Das ist im luzernischen Hinterland. Und ja, dort restaurieren wir Jaguars und wollte reisen gehen. Und das hat sich durch Corona verändert. Und dadurch habe ich noch Ross gefunden etc. und habe ihn jetzt 2,5 Jahre ausgebaut. Ja, das ist was ganz Besonderes. Alle Schweizer kriegen dann tränende Augen, denn eine Firma gibt es nicht mehr. Aber FBW, glaube ich, das kennt jeder. Genau, genau. So, was heißt FBW? Franz Provinzewitsch, Wetzikon. Ja, ganz bekannt, denn die Schweizer haben nämlich schon immer Omnibusse aus der Schweiz gekauft damals, denn die hatten eine ganz besondere Anforderung. Ihr habt Passstraßen, die mussten Power haben, genau. Und so weiter. Ist der geländegängig? Geländegängig nicht, weil er kein Sperrdifferenzial, aber er hat genügend Kraft, um über die Pässe zu fahren. Natürlich nicht mit einer hohen Geschwindigkeit, aber es geht. Nils, du musst mal kurz mit mir mitkommen, denn wir müssen dem Fahrzeug mehr Raum bieten. Der ist ziemlich lang. Wie lang ist er? 10,60 Meter und 2,30 Meter breit. Ja, das ist nämlich praktisch, dass er nicht so breit ist in der Schweiz. Das ist so. Und ist auch, wenn du nicht täglich Lastwagen fährst, ist das angenehm zu fahren. Und auch, man kann Feldwege fahren etc. Und vom Radstand her ist er auch sehr praktisch, hat nur 5 Meter. Da kannst du Feldwege eigentlich im 90-Grad-Winkel abfahren. Ja, das heißt, er hat richtig Bodenfreiheit? Das auch, ja. Von dem her ist er sehr praktisch. Ja, du hast richtig Geld in die Hand genommen, echt Glasfenster? Genau, das, er hatte vorhin Kunststoff, aber ich wollte Klarglas und ja, richtige Produkte. Mir ist die Haptik auch sehr wichtig, weil ja, es kommt vom Oldtimer her. Ich habe gern alles analog. Ich bin auch nicht der, viel Elektronik drin hat, wie viele das einbauen. Also ich habe eine Solaranlage und zwei normale Solarbatterien, aber viel mehr nicht. Bei mir muss es immer reparierbar sein. Darum auch das Alter. Es muss ein alter Bus sein. Ja, genau. So, du hast einen Truma drin? Ja, genau. Zwei Trumas. Die sind tipptopp für den Winter. Jetzt bin ich ein Jahr wohne ich jetzt drin und habe den Winter tipptopp überstanden. Und das da ist dein Briefkasten hier? Ja, das ist, ich habe eine hinterlüftete Fassade gemacht, wie bei den normalen Häusern. Also bei mir kann die Feuchtigkeit diffundieren durch die Wand. Ich habe auch einen Lehmputz. Bitte? Ein Lehmputz im Fahrzeug innen. Das ist für die Ja, ich weiß, aber im Fahrzeug. Ja, genau. Das kenne ich. Normalerweise sind das solche Feng Shui-Leute, genau. Die Lehmputz, aber das ist echt geil. Lehmputz nimmt Feuchtigkeit auf, gibt die wieder ab. Genau, genau. Und ist auch schön von der Haptik her zum Anfassen etc. Das ist mir immer. Cleaner ordentlich? Ja, genau. Hast du dir viel Gedanken gemacht, oder? Ja, ja. Das ist so, weil eben der Rost entstand durch die schlechte Isolation und das Wasser kommt von innen in das Profil hinein und rostete von innen durch. Und darum musste ich ihn komplett ausblechen und die komplette Oberteil abstützen auf das Chassis und dann wurde er eigentlich von hier an neu aufgebaut rundherum. Ist ja auch selten, dass er von innen rostet, oder? Ja, genau. Wo ich ihn gekauft habe, habe ich nur unten ein wenig Ross gesehen und dachte, ja, das sind da 4 mm oder 5 mm Profile, die halten was aus. Aber ja, da war nichts mehr groß von über. Ja, da steht es Love Ride Switzerland. Das Coole ist ja, die Schweizer dürfen ja die Flagge zeigen, voller Stolz. Ja, wenn ich eine deutsche Flagge hissen würde in der Schweiz, ja, das wäre witzig. Aber, aber ihr macht das in Deutschland regelmäßig. Ich finde das geil. Also die Schweizer Flagge ist ja überall drauf. Ja, wenn du irgendwas siehst, das ist richtig Qualität. Ja, aber genau, das tut es also zeigen eben das Schweizer Qualität, aber da kommt es auch wieder an, in welchen Kreisen. Es kann auch sein eben. Gut, ihr seid aber auch stolz, oder? Schweizer sagen. Ja, mal, das kann man schon sagen. Ja, was ziemlich cool ist, du sprichst gut Hochdeutsch, hast mich eben gefragt, mach mal ein paar Schweizerdeutsch. Was, ja. was für ein Deutsch sprecht ihr da? Im Luzernischen Luzernerdeutsch. Ja. Aber ich komme ursprünglich von Kloten, Zürich. Ja. Und dort spricht man logischerweise Zürcherdeutsch. Und du sprichst beides jetzt? Ja, genau. Ich kann auch ein wenig Berndeutsch, weil meine Freundin kommt aus dem Berner Kanton Bern. Und ja, dadurch
habe ich mich ein wenig angefreundet mit den verschiedenen Dialekten. Finde ich auch interessant. So, wo findet man denn sowas noch? Sowas hat mein Vater noch in der Garage gefunden, in einer Ecke. Und ja, vor 4 Wochen waren wir in den Ferien mit dem Patrick Schneider. Und er hatte den alten Sachs dabei und ich nur ein moderneres Mofa, das noch original war, nur 30 lief. Und dann musste ich auch ein altes natürlich haben. Die alten laufen mehr, oder? Ja, genau. Die kann man noch ein wenig optimieren und dass sie Kraft haben und ja. Ist das ein Problem mit der Polizei? Gucken da? Oder? Ja, eigentlich schon, aber da muss man einfach vernünftig fahren etc. Nicht halt gerade mit 70 auf dem Velostreifen, aber ja, das geht eigentlich gut. Also du schaust schon mal in den Rückspiegel, oder? Ja, ja, das muss man immer. Das macht gut, man das auch schon, also sonst immer. Jetzt mal ernsthaft, die Leute, die sowas haben, die haben ja alle ein bisschen was optimiert, oder? Ja, ja, das ist so. Also so. Vor allem, wenn man so ein Petrolhead ist und ein wenig angefressen am alten Zeug und Motoren und Benzin und Diesel liebt, dann muss man immer ein wenig optimieren. So, ich zeig's mal. Das ist die Rückseite, das ganz Besondere hier ist. Wir haben gerade Bremsen, die mich verfolgen. Aber so ist es in der Schweiz. Genau. Ist die Breite. Also der ist wirklich unglaublich schmal. Ich bin genau. Gleich mal gespannt innen. Wie hast du das gelöst? Die Breite vom Wohnraum? Ja. Ja, eigentlich schlecht, weil er eben eine hinterlüftete Fassade hat. Achso, die frisst auch nochmal? Ja, genau. Die ist hier circa 7 cm dick, weil jede Seite von der Isolation braucht Minimum 2 mm Luft. Da ist so eine Aluminiumfolie drin, eine mehrfachige, und die reflektiert die Wärmestrahlung. Es ist eigentlich das gleiche wie in den Raumschiffen. Gold reflektiert 100% und Aluminium, glaube ich, 96%. Mhm. Und dadurch braucht man den Luftabstand, dass das richtig... Achso, das ist wie, wenn jemand so einen Schock hat, dann kriege ich auch so Decken, gell? Aus Alu. Ja, genau. Das ist das. Du brauchst Luft, sonst geht's nicht. Genau. Okay. Ansonsten funktioniert das nicht. So, auch du hast dich entschieden, eine ordentliche Tür einzubauen. Genau, das hat aber der Vorgänger gemacht. Auch die Lackierung etc. ist alles vom Vorgänger. Allein schon, wie die öffnet. Mach nochmal zu, bitte. Machen wir mal. Bitte mal öffnen. Klack. Ja, fast wie eine Mercedes. So, dann hast du hier einen Anschlagbegrenzer. Ja, das ist provisorisch noch. Ja, aber funktioniert. Ja, ja. Ich bin eigentlich ein Perfektionist, aber ich habe langsam gelernt. Muss ja auch mal funktionieren irgendwann. Ja, genau. Also die Tür ist noch nicht fertig restauriert. Die ist nur das Blatt mal gewechselt. Und da will ich noch eine Luftdüse reinmachen mit einer Klappe, dass der Beifahrer ein wenig Frischluft bekommt. So, du wohnst ja in dem Auto. Das bedeutet, was war die Entscheidung, in dem Auto zu wohnen? Eigentlich Geld zu sparen, also grundsätzlich das Reisen. Danach hat meine Freundin TCM-Ausbildung gestartet und sie hatte wenig Geld. TCM ist was? Ist traditionelle chinesische Heilmedizin. TCM halt? Genau. Boah, ist das genial kühl hier drin. Ja, es geht jetzt gerade noch, aber ja, eigentlich für das, dass er schwarz ist, ist es sehr angenehm. Und ich habe auch eine Klimaanlage. Die läuft jetzt nicht, oder? Nee, die läuft jetzt nicht. Könnte ich, weil die Solaranlage hat gerade genügend Leistung bei diesem Wetter, dass ich ihn runterkühlen könnte. Warte, lass mich mal ganz kurz mich orientieren. Ich mache mal gerade eins, ich drehe mich mal gerade, denn wenn du nicht im Fahrbetrieb bist, brauchst du ja den Schoferplatz nicht. Genau, den kann man auch drehen. Okay. Der hat einen Drehmechanismus. Du hast eine Garderobe hingemacht. Genau, das ist meine Garderobe. Ja, und hier oben ist mein Schuhgestell, wo ich drin habe. Genial. Genau, und hier sieht man auch die Isolation, die silbrige, die reflektierte habe ich jetzt nicht. Siehst du ganz selten im Wohnraum. Also die meisten isolieren ja mit Armaflex und so. Genau. Aber es geht auch anders. Ja, genau. Ich bin immer der, was ausprobieren will und nicht das gleiche wie anderen, weil es gibt immer verschiedene Lösungen. Und du würdest es nochmal machen? Nee. Mal eigentlich schon. Aber die Zeit ist jetzt zu nah von der ganzen Restauration, weil ich habe etwa ein Dreivierteljahr unbezahlt
Ferien genommen und habe ihn dann ausgebaut, weil es hat schon viel, sehr viel Aufwand gegeben. Auch mit den Servicelucken etc., wie die Abdichtung etc., dass das keine Wärmebrücken gibt. Also Wärmebrücke habe ich hier an der Tür noch, aber ansonsten ist alles entkoppelt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, die Scheibe, die ist noch einglasig hier. Genau, die Front, die kann ich leider nicht. Diese könnte ich doppel, also Isolationsglas montieren. Aber du hast ja einen Vorhang. So, genau, im Winter mache ich den runter und da vorne will ich vor dem Winter noch eine richtige Isolation, eigentlich die, wie ich hier verbaut habe, aber in einen Vorhang einfassen, dass die da richtig isoliert. Und dann, also es ist... Warte, ich setze mich mal ganz kurz mal hier hin, dann kann ich mal gerade zeigen. Du hast eine tolle Tasche, die ist auch nicht neu, oder? Nee, bei mir muss alles alt sein, weil für mich ist, früher hat man mehr auf Qualität geschaut. Und ja, so, ich liebe diese Haptik, nur schon wenn man den Griff anfestet, die Rillen, wie das geprägt ist. Also es ist meine Werkzeugkiste eigentlich, wo ich mein Akkuschrauber und das Notwendigste mal drin habe. Mhm. Genau. Genial. So, jetzt hast du ja hier, das ist das Fahrerhaus. Genau, das ist also hier ein wenig modern. Hier ist auch noch die alten Uhren. Hier habe ich noch einen alten Tachograph, aber den muss ich noch restaurieren. Mhm. Genau. Du hast natürlich eine Rückfahrkamera, anders geht es ja gar nicht. Genau. Aber ich muss sagen, die Breite, es ist okay. Also es ist absolut, oder? Genau, weil ich wollte keine Oblichtschränke, dass ich das Volumen habe, weil im Winter bist du halt trotzdem viel im Bus drin, wenn du arbeitest. Das drängt, oder? Ja, genau. Ich wollte einfach Luft haben für mich und ja, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte anfangs. Es ist echt gut. Genau. Also, weil ich habe 2,40 Meter Hab-Schränke und es geht alles verloren. Ja, genau. Das ist das Problem. Ein wenig. Man braucht den Platz, aber ich konnte es gut lösen mit der großen Küche, mit den großen Schubladen. Ja, also ich habe immer noch 2-3 Schubladen, die ich besser nützen könnte. Aber ja, momentan ist es mal so, ist immer Optimierungspotenzial hier. So, deine Freundin ist auch deine Freundin? Ja, die hat noch am Anfang sehr viel mehr Motivation als Motivation Effort gehabt. Aber das hat ja Freude darin zu leben. Und ja. Ich stell mir vor, das ist recht enervierend, wenn du so einen Bus umbaust, so ein halbes, dreiviertel Jahr, und dann kommt schon wieder irgendwas, was du vorher nicht gesehen hast, oder? Ja, das ist so. Also man braucht richtig Nerven und Geduld und man muss halt dranbleiben. Aber es ist auch schön, schlussendlich das Ergebnis zu sehen. Es ist wie einen Berg zu besteigen. Den Aufstieg ist nicht so toll, aber die Aussicht ist dann umso schöner. So, du hast Stil, das unterschreibe ich dir jetzt direkt mal. Danke. Die Stühle sind auch nicht neu? Nee, die sind auch alt, weil meine Eltern, die sind auch Oldtimer-Fans und meine Mutter muss auch so all Jahr die Einrichtung umstellen und wir haben da ein Bauernhaus, dort stehen die alten Oldtimers und natürlich für die Mutter die alten Tische und die alten Möbel und da sind sie offen, wenn ich da eine gute Idee habe, kann ich das Material benutzen. Und ja, fangen wir an mit diesem Tisch hier, das ist ein Lacktisch. Genau, das ist auch ursprünglich ein Schweizer von Zurzach, der ein Patent erfunden hat, eine Höhe verstellbar. Höhenverstellbaren Fuß, aber den konnte ich leider nicht verwenden, weil der viel zu massiv war. Da habe ich jetzt einfach aus Aluminium, dass es nicht so schwer wird. Aber der Clou eigentlich an dem Tisch ist, dass man den so drehen kann. Und hier ist auch, dass so Sachen sind mir auch wichtig, die alten Plaketten, dass da jemand sehr viel Effort hineingesteckt hat dazu mal. Und den kann man dann so aufklappen. Es ist also noch nicht fertig geschliffen, man sieht es noch, es ist noch matt. Aber ich lasse jetzt den Lack noch ein wenig sacken, dann kann ich ihn nochmals schleifen und polieren. Und ja, so kann man gut zu sechs Abendessen oder Spieleabenden machen etc. Und den kann ich auch runtersetzen, dann könnte hier noch eine Person schlafen. Genau, das habe ich eben schon gesehen. Ich habe eben das Scharnier gesehen und dachte mir, naja, wenn der hier auf den Stuhl klappt, macht es ja keinen Sinn. Aber dadurch, dass du ihn drehen kannst... Ja, genau, geht es.
tipptopp. Und also hier habe ich auch noch Verstaumöglichkeiten. Geil. Für Spiele etc., Hängematten etc. Genau, und hier sind auch die Gurte fixiert und alles. Du guckst nicht mehr viel Fernsehen, oder? Nee, brauche ich nicht. Ich habe früher nach dem Arbeiten viel zu viel Fernsehen geguckt. Aber nee, brauchst du nicht. Und jetzt, was machst du jetzt? Jetzt habe ich noch andere Projekte, noch andere Oldtimer. Und ich dachte, jetzt muss einfach alle Projekte mal fertig gemacht werden. Weil ich sehe es bei meinem Vater, bei meinem Chef, dass diese viele Projekte haben, aber in ihrem Leben nicht fertig machen können. Und ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, mal alle Projekte, die ich habe, abzuschließen und noch das zu haben, das mir wirklich Freude macht und auch ja, diese Zeit noch genieße. Und es kommen andere Zeiten im Leben, wo halt dann, mein Traum ist noch ein Segelschiff. Selbst zu bauen. Genau, auszubauen etc. Sag mal, das Fliegengitter, wie funktioniert das? Das ist magnetisch. Ja. Das kann man einfach so aufziehen und dann. Genial. Sag mal, die Fenster, die kosten am Vermögen, oder? Ja, die waren eigentlich, ja, die waren schon auch teuer, aber die Dachfenster im Vergleich waren viel teurer. So teuer, ja. Okay. So, dann hier sind die Rathäuser. Fangen wir mit dem Boden an, Eiche. Genau, Massiveiche, 18 mm. Und auch gebürstet, weil wenn du barfuß unterwegs bist, spürst du die Unebenheiten etc. Das, eben die Haptik ist mir da auch wieder sehr wichtig. Und da sind einfach Verteilerdosen etc. untergebracht. Genau. Und überall hingezogen, dass wenn einer noch eine Idee hat, ich will dort auch noch eine Dose, kann er es auffräsen und dort eine Dose noch montieren. Also ich habe da Pläne etc. Also Leerrohre und so drin? Genau, ja. genau. Sag mal, du musst einen Plan gemacht haben. War das eine Zeichnung oder gar kein Plan? Nee, gar kein Plan. Ich bin da, ja. Aber sehr rustikaler Plan habe ich schon gemacht, wo ich was circa will. Aber ich bin meistens, bei mir muss es in der Realität, dann setze ich eine Latte und sehe mir an, wie ist der Blickwinkel etc. Ich schaue mir es gerade am liebsten in echt an, weil dann hast du wirklich, kannst du die Fensterhöhe richtig definieren etc. Und das ist dieser berühmte Putz, den du drauf hast? Genau, das ist der Lehmputz. Was wiegt der insgesamt? Nicht so viel. Der 50 Kilo. Oder ja, vielleicht 80. Hier ist eine Tür nach außen? Oder? Genau. Das ist zum Lüften, oder? Nee, da eigentlich habe ich hinten noch eine Aluminiumtreppe. Und das ist einfach eine Kunststofftür, dass hier auch wieder die Wärmebrücke entkoppelt ist. Aber ist genial, du kannst sie aufmachen, kommt mehr Luft rein, oder? Ja, genau. Genau, das ist schon so. So, du darfst sie mal kurz auflassen. Ja. Ist nämlich schön warm. Außerdem bringt es ein bisschen mehr Licht. Genau, wenn du die mal gerade ganz aufmachst, sei mal so lieb. Dann überspiegelst die Tür noch. So, dann haben wir nämlich hier vorne mal. Also, was mir gut gefällt, direkt mal, ist dein Stil. Danke. Dieser Tisch, der ist rausklappbar. Genau. Auch der ist nicht neu? Nee, den habe ich auch von meiner Mutter gekriegt. Und der ist, muss ich hier halt schnell so abklappen. Und den kann ich auch wegnehmen. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man drin lebt, dass du auch mehrere Ecken hast, wo du dich mal hinsetzen kannst, genau, oder? Und nicht immer nur die gleiche. Genau, das ist so. Wenn wir zu zweit sind, dann kannst du hier, ist der Herd mit dem Dampfabzug hier hinten. Der geht durch den Boden raus. Selbst gebaut? Ja, genau. Auch selbst gebaut. Gibt es ja heute zu kaufen in der Mitte. Ja, aber genau. Es kostet 10.000 Schweizer Franken. Ja. Ich war auf einer Messe und dann dachte ich, ja komm, den baust du selber. Ist er laut? Nee, das geht eigentlich. Muss man schauen, aber. Und hier ist der Regelbar. Und er funktioniert gut? Ja, relativ. Also er zieht mir die Flamme jetzt schon weg hier unten. Ich muss da noch ein Scharnier machen, dass er ein wenig höher absaugt. Okay. Aber es funktioniert tiptop. Und wenn wir hier das Dachfenster offen haben, zieht es eigentlich die Luft auch schön runter. So, und das ist ein echt klares Dachfenster. Genau, mit einer Beschichtung, wo auch die Wärme eben reflektiert, dass keine Wärme reinkommt. Tesla. Genau. Ja, die haben das ja auch. Die haben so riesen Dächer, trotzdem kalt. Ja, genau. Das ist schon, weil ich mich immer gefragt habe, soll es irre heiß werden? Nee, ist nicht. Ja, das ist so. Das muss ich noch an den Seitenfenstern dann machen, dass da die Wärme nicht so reinkommt. Jetzt stell dich mal kurz vor die Küche. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dass wir das mal in die Totale kriegen, dass wir das haben. So, das ist deine Küche. Genau. Was mir auch wieder gut gefällt, du hast keine Griffe.
Das heißt, du hast eine grifflose Küche, genau, wie aus dem Katalog. Ja, fast. Die Pushlocks, die viele verwenden, war mir wieder zu unschön und zu, ja, haben zu viele Leute. Und dann habe ich mir auch oft Sachen gedacht. Also es sind ein USM-Hallergestelle hier, die 50 Kilo Schwerlast. Genau. Das heißt, du kannst dich draufsetzen, theoretisch. Genau, theoretisch. Ich nicht ganz, aber ja. Deine Freundin schon. Genau, so. Genau. Und hier vorne hast du dann diese Lederbänder. Genau. Was war das für ein Leder? Das ist Colony-Leder von einem restaurierten Fahrzeug. Und wir hatten das noch rumliegen und mein Streifen. Genau. Und dann habe ich da, ja, eben, ich bin Restaurator und mache eigentlich Wagnerarbeit, Spengler, Mech und Sattlerarbeit seit dem neuesten. Du musst mal nacheinander bitte die Schubladen mal aufmachen. Ich will mal sehen, was, wenn jemand hier drin lebt, weil du musst dich ja ein bisschen reduzieren. Du hast ja vorher mehr. Genau, da habe ich ein wenig mehr gehabt, aber es geht eigentlich. Hier sind auf die Schneidbretter, Gewürze, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemühle für meine Freundin. Hier auf das Sieb. Etc. zu meinem Kuchenbacken etc. Mhm. Dann hier unten sind die Pfannen. Hier ist Aluminium und Blechentsorgung und die Öle und den Kaffeekocher auch. Mhm. Dann hier unten ist Nudeln. Nudeln, Büchsen, Futter etc. Und Nudelsoßen. Genau. Das heißt, wenn du Nudeln willst, ganz unten und Tortilla. Genau, genau. Hier ist das Geschirr. Echtes Geschirr? Ja, ich muss echt, ich bin da kein Plastikfan. Ich glaube, ich schmeiß mein Plastik wieder raus. Du hast doch so coole Halterungen reingemacht, das heißt, die passen jetzt genau dafür hin? Genau, die habe ich so Holzdinge, auch hier habe ich die Espresso-Tassen versteckt. Und das macht wenig Geräusche eigentlich, passt gar nichts, erstaunlicherweise. Gut, der hat jetzt Luftfeder? Nee, der ist normale Blattfederin. Blattfeder. Ja, genau. Aber ich nehme an, das ist jetzt ordentlich das Gewicht, das heißt, der federt gut? Ja, der federt gut. Also er war ein Verkaufswagen von der Migros, also von einer... Das hier war ein Verkaufswagen? Ja, genau. Okay, das heißt, die haben so ein fahrender Laden oder sowas? Genau, die hatten links und rechts Regale und da fuhr der in die Dörfer, die abseits waren und dort... konnten die Leute einkaufen. Und darum war er, also er ist 16 Tonnen, könnte man ihn beladen. Und Leergewicht war dazu mal 10 Tonnen 400 und jetzt ist er 10 Tonnen 900. Also von dem her ist er auch gut von der Federung, musste ich nichts ändern. Du bist jetzt wie alt? 36. 36. Genau. Boah, und du hast deinen Lebenstraum erfüllt. Ich glaube, viele, du führst da öfter die Gespräche jetzt mit Leuten, die dich fragen, wie ist denn das im Bus zu leben und so, oder? Ja, immer wieder, ja. Und du wirst demnächst noch mehr führen, weil wir dir das gezeigt haben. Nein, ich mach mal eins, ich leite dir mal die Anfragen weiter, weil in der Schweiz ist ja wieder ein bisschen anders. Hast du noch einen festen Wohnsitz jetzt? Ja, in der Schweiz geht es leider nicht, dass man wie in den Tiny-Häusern, also momentan gibt es eine Vereinigung, dass man dort leben könnte. Aber ich bin jetzt angemeldet in einer Wohnung, beim Arbeitgeber auch, dort wohnt ein Mitarbeiter und dort konnte ich mich anmelden. Da kommt ja die Post hin und ein Steuerbescheid. Genau. Aber die Gemeinde ist relativ entspannt und sucht Lösungen. Sie waren am Anfang schon erstaunt, wo ich gesagt habe, ja, ich wohne im ersten Stock auf dem Autoabbruch und dann haben sie das Tool, wo sie mich nicht eintragen konnten und dann... Ja, fliegt es auf, dass ich halt in einem Bus wohne, aber ja, sie sind da human geblieben und haben lösungsorientiert. So, dann gehandelt. Genial. Mixer und ja, für Spätzli, Raclette für die Schweizer, oder? Spätzli, genau, und Fondue. Gut, genau. Das heißt, ich sehe schon, du bist ein echter Schweizer, weil wie heißt der? Der Patrick, der hasst Käse, hat gesagt, das stinkt nach Füße, hat er gesagt. Ja, genau. Nee, hat er echt gesagt? Ja, ja, das gab es so. Aber es gibt auch Schweizer, die keinen Käse mögen. Ja, meine Freundin ist so eine. Die liebt das überhaupt nicht. Ich habe gedacht, Schweizer müssen immer Käse essen und so. Ja, ich schon, aber sie nicht. Warte, ich guck mal gerade aufs Dach. Ich habe ein Gimbal dabei. Ist da Solar drauf? Ja, vorne ist eine Solar und hinten noch zwei.
Okay. Und hier ist einfach die Klimaanlage. Warte, ich zeig mal gleich die Klimaanlage. Da hast du nämlich einfach einen Pinsel genommen und hast da eine Verkleidung drüber gemacht, weil die wahrscheinlich so hässlich war, dass du dir gesagt hast, das geht gar nicht. Genau, da war auch wieder Plastik, wo man hier noch sieht. Aber da ich auch das Dach hinterlüftet habe, wurde die Dachhöhe auch um ca. 6 cm reduziert und dann konnte ich gerade das Ganze so modellieren, dass es bündig mit dem Dach eigentlich funktioniert. So, jetzt sag mal ganz unten. Ganz unten ist nichts, gell? Da ist auch noch, aber da muss ich hier drauf. So. Ah, da, genau, da waren die Nudeln und da sind Mehl etc. und Backpulver. Im Backofen hast du ja auch, habe ich ja eben gezeigt. Das war der, nämlich Electrolux. Genau. Da steht da für den guten Sound. Was ist das für eine Soundbox? Ja, die haben wir jetzt gerade gekauft. Ich weiß gar nicht. Boombox, irgendwas. Irgendwas. Ja, genau. Funktioniert. Sollte funktionieren. Ich muss ihn noch laden, aber Patrick hat mich da gestern überzeugt, dass die super sei. Und da ich auch mehrere Oldtimer habe und ich gerne die originalen Radios drin habe, kann ich hier Musik hören, die. Jetzt, du musst mal gerade hier zumachen, bitte. Mach mal zu. Damit die Optik wieder stimmt. Denn die Arbeitsfläche hier ist ja klasse. Das heißt, wenn du es nicht mehr brauchst, hast du eine riesen Arbeitsplatte. Genau, das ist so. Da kannst du basteln oder auch Teile reparieren. Wenn du mal gerade darüber gehst, dann zeige ich mal hier, das ist was ganz Besonderes, denn. Ja, das ist die Zahnpasta etc. Beauty für die Freundin und natürlich auch die Minibar und der Schnaps. Genau, der muss auch sein. Gut, du bist ja Schweizer. Die ist ja, ist es alles für ein Raclette, nehme ich an. Ja, genau, das ist so. So, Elmex habt ihr auch? Ja, genau. Und das ist auch noch nicht ganz optimiert. Aber was ist das da in Chinesisch da? Diese? Ja, das ist von meiner Freundin, weiß ich gerade nicht. Egal. Irgendeine spezielle Creme, die. Ihr könnt das Standbild machen, könnt ihr gucken. Ja, so, genau. Das ist genial mit den Türen. Das ist jetzt das Magnetverschluss jetzt diesmal. Genau, und ein Riegel, weil der Magnet konnte die Flaschen nicht richtig halten. Ja. Dann habe ich hier einfach ein Loch gemacht und dann kann ich den so und so verriegeln. Von innen machst du es dann genau. auch? Genau, okay. Dann mache ich auch von oben an. So, dann hier ist. Hier ist der Abfall. Warte mal. Normaler in der Schweiz Müllex. Der Müllex? Genau. Aha. Das ist so Standard in den Wohnungen in der Schweiz. Da habe ich die Abfallsäcke und Marken und hier habe ich die Waschutensilien. Oh, der ist ja süß hier, der Spülding. Ja, für die. So was gibt es bei uns nicht. Ach, für die Wasserflaschen. Damit genau, dass du runterkommst und richtig die reinigen kannst. Und hier, was ist das? Das ist der Durchlauferhitzer für Warmwasser. Früher hat er einen Kamin gehabt, aber ich wollte den nicht mehr. Und das verstehe ich nicht. Ist das jetzt die Luftansaugung? Oder? Nee, der Auslass eigentlich. Da kommen die Abgase raus. Genau. Aber da ich einen Vierflammenherd habe, der eigentlich mehr rauslässt als der, und ich nicht so lange dusche, wie ich koche. Achso, der ist nur an, wenn du duschst? Ja, genau. Also kann nicht sein, dass du umfällst damit? Nee, das kann nicht sein. Das ist auch das Gesetz, wo sagt, hier müsste ein Gasrohr sein, falls du einschlafen würdest. Ja. Aber da das Warmwasser laufen muss, schläfst du eigentlich schlecht ein. Das ist ja hier das, wenn du kochst. Mit vier Stück, dann geht natürlich der Sauerstoffgehalt runter, oder? Genau, da kannst du eh nicht einschlafen. Aber da sagt das Gesetz, ja, da ist kein Problem. Gut. Dadurch ist der plombiert natürlich. Okay. Ja, cool. Genau. So, dann hast du einen Franke reingemacht, einen richtig geilen. Genau. Wie in der Küche. Genau, wo ich richtig abwaschen kann. Bündig natürlich, da soll ja nichts überstehen. Genau, und da habe ich das Fußpedal. Nee. Endlich mal einer, der denken kann. Genau. Das heißt, ein Fußpedal. Für Kalt- und Mischwasser, einfach, dann ist es so lauwarm. Und du stellst es wo ein, da hinten? Das Wasser, die Wärme. Genau, die Wärme. Nee, das kann ich über das Pedal, also ich kann wenig drücken, ist kalt und dann kann ich ganz durchdrücken und dann wird es warm. Also wenig kalt und ganz ist warm. Genau. Genial. Und hier ist einfach der Seifenspender, wie man es hat. Mhm. Jetzt, wenn du ja hier fest drin wohnst, brauchst du ja noch mehr Wasser. Wie viel Wasser hast du denn? 460 Liter. Ja, das langt. Ja, das reicht gut. Weil du wirst ja sparsamer dann. Wenn genau, automatisch, ja. Du duschst ja dann keine Stunde mehr. Nee, da habe ich auch Ideen gehabt. Also ich habe eine Wanne gebaut, wo 30 Liter auffangen kann.
und dann kann ich dort das Wasser absaugen, eigentlich zirkulieren lassen und am Schluss wieder mit Frischwasser abduschen, dass ich da mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde warm duschen kann unter der Regendusche. Aber ja, das nutzt du eigentlich nicht. Das ist so Komfort, wo du in der Wohnung hast, wo du denkst, du brauchst es, aber du brauchst es. Ich dusche wirklich, also ich dusche im Wohnmobil ganz wenig. Ich dusche ganz mit ganz wenig Wasser, aber ganz heiß. Ich habe so einen Durchlauferhitzer und dann ist es aber so ein Rinnsal, der runterkommt und dann freue ich mich immer, ja. Weil schön warm. Schön warm. Ja. Deswegen habe ich ihn durch. Da unten ist eine Öffnung, was kann die? Genau, da ist das mein Getränkefach. Nee! Da, kann da ist der Sprudel. Und das ist noch lustig, im Winter gefriert es nicht, weil das Aluminium hier auch wieder die Wärme, die irgendwie runterkommt. Wahrscheinlich, wenn ich aufmache, blast hier die Truma gerade rein und das reicht. Das ist nicht gefriert. Ja, das ist nicht gefriert. Jetzt wird es ja in, genau, zeig mir mal gerade den Aufbau bitte, wenn du das mal gerade die Seite mal filmst und das nochmal rausnimmst. Also, wie hast du das gemacht? Genau. Also das ist der massive Eichenboden, dann eine 30er Latte und hier ist die Folie, die mehrfache und dann kommt nochmals, also hier habe ich dann eine 20er Latte genommen, dass es eben reflektieren kann. Da ist Luft drunter. Genau, da ist eigentlich Luft dazwischen, dass hier wieder das Ganze reflektieren kann. Und das ist überall am ganzen Boden? Genau, und an der Decke und an der Wand. An der Decke. Das ist ein riesen Aufwand, aber er hat sich gelohnt. Ja, ich merke das jetzt, das Klima ist, also könnte eine Wohnung sein, ein Haus jetzt. Ja, genau. Normal ist ja in den, jetzt bei dem Wetter, ist ja schön warm draußen, ist immer irre warm hier drin. Ja, und das ist aber nicht so. Jetzt haben wir die Tür aufstehen. Jetzt ist es besser, weil es zirkulieren kann. Ja. Bei dieser Isolation muss man auch wie eine Drucklüftung machen. Die Luft muss wirklich raus, weil es sind die Schallwellen, die Wärmewellen, die hin und her geworfen werden. Also es muss die Luft durchzirkulieren, eine Stoßlüftung machen. Dann hast du erst die Wärme oder die draußen. Ja, genau. Die kann sich auch schlecht in den Außenwänden halten, oder? Die Wärme. Genau, weil ich außen habe ich ja die Klappen, die Posteinwurffächer, wo die heiße Luft, die hinter dem Aluminium entsteht, die kann nach oben entweichen. Und im Winter kann ich die Klappen zumachen, dann habe ich eine zusätzliche Isolation. Und auch hier in der Wärme kann ich ja mal die Klappen zulassen und dann wird es so heiß da drin, dann gehen auch die kleinen Ungeziefer defekt. Nils, mach mal gerade das Fenster da auf, weil das ist so groß, dass wenn du jetzt alleine hier stehen würdest, stell dir vor, auf der Seite hier wäre jetzt der Lago Maggiore. Perfekt. Ist leider nicht so groß wie beim Kollegen, der hat noch eine schönere Seitenscheibe, aber... Ja, als ich angefragt habe, hat er schon gesagt, was, wie groß soll die sein? Ich sagte, die muss 2 Meter breit sein und ich will da richtig Licht rein. Auf Maß, gell? Ja, genau. Okay, cool. Genau. So, jetzt kommt's, der Hammer. Ich durfte eben schon reingucken, aber wir gehen mal Schritt für Schritt. Genau. Denn das Badezimmer, das hast du so gemacht, dass du wahrscheinlich in die Vogue kommst damit. Aber ich stopp, warte mal kurz. Ja. Wir machen erstmal hier diesen Schrank, damit wir den... Ich kann ja mal so ein Sneak Preview machen, so ganz schnell wieder weg. Das hast du cool gemacht. Stehhöhe hier sind über 2 Meter, oder? Ja, über 2 Meter. Es war mir auch wichtig, dass ich mich richtig anziehen kann und duschen kann. Und so, und da hast du jetzt einen Schrank. Da habe ich einen Schrank, der auch noch nicht richtig genutzt ist. Hier habe ich einen externen Kompressor vom Kühlschrank. Den wollte ich eigentlich extern, also unter dem Boden bauen, dass hier auch der Lärm und die Wärme vom Kompressor weg ist, aber ich hatte zu wenig Geduld, um die Leitung nochmals zu verwenden. Sag mal, der ist wo, der Kompressor? Da. Hier unten, ja. Genau. Okay, die sind sowieso alle extern. Das heißt, wenn du dich ein bisschen auskennst, die Befüllung machst, dann kannst du den wohin machen, wo du willst, oder? Eigentlich schon, ja. Aber die Leitung war ein wenig zu kurz und ich wusste, hätte ich wieder einen Zeitverlust gehabt und dann dachte ich, ja komm, das kannst du auch noch nach. Ist es da oben jetzt offen? Hast du denn Löcher gebohrt, gell? Da hinten habe ich Löcher. Das langt? Ja, dass die Wärme abgeht. Du hast uns die gleiche Kaffeemaschine wie ich zu Hause. Ja. Nespresso. Ja, aber Nachteil ist bloß, da gehen nur wenig Kapseln rein. Ja, das ist so. Man muss regelmäßig entleeren. Entleeren, genau. So, mach mal schnell. Der Kühlschrank ist dann daneben, oder? Genau, der ist hier. Cool. Genau, und der ist wirklich super. Der ist vom Wemo. Du hast auch Mayonnaise, gell? Senf.
vor allem, ja, Mayonnaise ist hier unten. Weil ihr habt das alles in Tuben in der Schweiz. Das ist bei uns, gibt es auch zwar noch Tuben, aber die sind am Rückzug. Ja, nee, aber ich hab's ja auch in den Gläsern so. Der macht natürlich irre kalt, gell, der Kühlschrank. Ja, und der ist jetzt auf dem Minimum und ja, der ist wirklich super. Ein Gefrierfach hast du nicht? Nee, das habe ich nicht, weil der Herr, der mir den verkauft hat, der baut die selber auch, der macht so Spezialanfertigung für Panzer etc. Und der hat gesagt, das ist funktioniert nicht richtig, weil das Element, das kühlt im Kühlschrank. Achso, du brauchst zwei Kompressoren. Genau. Ja. Es kommt nicht auf die Temperatur, wo man Fleisch wirklich gefrieren kann. Stimmt, bei mir steht drin, ich habe einen Kompressorkühlschrank nicht zum Einfrieren geeignet. Ja, genau, steht das drauf. Ist für Glasse etc., wo man so nutzen kann. Er hat mir dann empfohlen, eher in einer Seitenmulde einen externen Tiefgefrier einzubauen. Hier sind meine Unterwäsche, Unterwäsche, Gürtel etc. Hier ist noch Krimskrams, Medikamenten, Cornflakes, ist einfach die Schublade, wenn ich losfahre, kann ich alles reinschmeißen. Boah, wenn das deine Mutter sieht, die kann ja richtig stolz auf dich sein, du bist so ordentlich. Oder ist das jetzt fürs Video? Du wusstest ja gar nicht, dass ich komme. Nee, es ist eigentlich... Guck mal hier, Mercedes-Stern. Genau, ich bin eigentlich Mercedes angehaucht. Und ja, darum auch FBW, die haben auch immer gute Qualität gebaut. Und Qualität ist mir einfach immer wichtig, weil Nachhaltigkeit ist das... Für mich das Richtige ökologisch sein. So, du hattest mal einen Unfall? Mit dem Motorrad? Ja. Ja. Nee, da gibt es einen Ordner, da steht Nils Unfall drauf. Ja, genau, mit dem das Motorrad. War, so, war schlimm, oder? Ja, mit 20. Okay. Da war ich, habe mich das Leben ein wenig aufgeweckt, sagen wir mal so. Früher war ich auch in dem Kanal, Geld verdienen, Haus bauen, Kind haben. Und dort habe ich erfahren, ja, das Leben kann so schnell vorbei sein. Und darum habe ich gedacht, so, jetzt musst du anfangen zu leben. Ich hatte mit 19 einen Verkehrsunfall zwischen Grenoble und Chambéry. Mhm. Eingeschlafen, einmal draufgefahren, hatte 60 Liter Sprit im Kofferraum aus Luxemburg gebunkert. Ja. Ich hatte nur den Fuß gebrochen, aber ich hätte sofort weg sein können. Ja. Und die Frau habe ich dann geheiratet, die daneben saß. Ah, nee, ja, doch. Ja, schön. War dann Zwillinge. Ja, schön. Aber es ist so, es gibt so Wegmomente, oder? Ja, genau, genau. Und die muss man realisieren und auch immer wieder in den Vordergrund bringen, weil man kommt immer wieder in das gleiche Fahrtwasser rein. War das jetzt ein Unfall, wo du Schuld hattest? Oder? Nee, das war ein Frontalunfall mit einem Jeep Wrangler. Frontal? Genau. Hohe Geschwindigkeit, oder? Nee, ging 40. Und er war aber auch ca. 20, aber ich habe ihn aus dem Augenwinkel gesehen. Und wollte abspringen, aber er hat mich am Oberschenkel noch erwischt und hatte einfach einen offenen Oberschenkelbruch und viel Blut verloren etc. Der ist fast gestorben, oder? Ja, die haben mich reanimiert und ja, war also ein Lehrbild. Ich bin ja aufgewacht, ich wurde dann ohnmächtig und... bin dann irgendwann mal im Auto aufgewacht. Weißt du, was ich gesagt hatte als allererstes auf Französisch? Nee. Est-ce que tu peux prendre la caméra? la caméra faire un photo. Ja. Und dann da hat er mich angeguckt, hat mich für vollkommen verrückt gehalten, weil ich hatte die Kamera vorne drin liegen. Ja. Ich kann mich nur daran erinnern, wir hatten so eine, was war das, so eine Scheibenantenne. Ja. Und die Scheibe war ja weg. Die ist herausgeflogen und da baumelte nur noch das Kabel von der Antenne. Ja. Und ich sag zu dem, hol die Kamera, mach Fotos. Ja. Er hat keine Fotos gemacht, ja, weil das Auto war. Ich hab vorhin, du wachst auf und ich sag, mach Fotos. Ja, ja. Aber die haben mich genäht übrigens ohne Betäubung. Ja. Weil du hast so viel Adrenalin und genau. Das ist krass. Aber so eine Erfahrung wünschst du keinem, oder? Nee. Den Moment nicht, aber die Erfahrung nachher fürs Leben eigentlich schon. Weil mit vielen Leuten, mit denen du sprichst, auch ältere Leute, merkst du, dass sie nicht ihr Leben leben. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich jetzt so erlebt, dass das der Punkt war, wo ich mich geändert habe und offener wurde. Was ich krass finde, ist so, dass du das selbst erkannt hast in dem Alter. Oder hat es ein bisschen gedauert? Nee, das habe ich eigentlich schon dort gerade erlebt, weil ich bin ziemlich geradlinig etc. und mein Vater hat mir auch eingetrichtert, eben nie Schulden etc. Das mache ich heute auch nicht, aber eben Geld zu sparen, ich habe meinen kompletten Lehrlingslohn gespart und etc. und habe mir nie irgendwas gegönnt und meine Kollegen schon, die waren reisen etc. und ich, Geld sparen und so. Ja.
habe ich das relativ schnell realisiert und dachte, ja, was soll ich mit den 30.000 Franken auf meinem Konto, wenn ich es nicht brauche? Es ist nur Geld und Geld ist kein Leben. Aber das hier ist ja, also dieser Traum, den du hier gebaut hast, ich habe ja viele Busprojekte gesehen, das hat so viel von dir, ganz ehrlich, wo du eben noch gesagt hast, ich habe keine Zeichnung gemacht, Komm, lass uns mal durchgucken, weil sonst, ich habe das Problem, ich habe noch 13% Akku. Das heißt, wir können noch 20 Minuten können wir noch filmen. Okay, gut. Und das, du hast eine Waschmaschine? Ja, genau. Also ein Kombigerät. Der kann auch trocknen. Genau. Ist nicht das Gelbe vom Ei, aber für die Not geht es zu trocknen. Mhm. Und dann habe ich eine Leine und dann lasse ich die Klimaanlage laufen. Und dann die gibt es nicht mehr. Die wurden irgendwie verboten. Ich glaube, zu viel Energie. Ja. Das heißt, die hatten F minus 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 und wenn du probierst, dieses Elektrolux-Gerät zu kriegen, kriegst du es nicht mehr. Ja. Habe ich zumindest mal. Ich kann sein, dass ich mich irre. Aber bevor wir ins Bad gehen, warte mal, ich zeige nochmal einen kurzen Sneak Preview. Zeigen wir einfach mal. Da sind noch mehr Schubladen. Genau. So, ich wollte dich nicht eben unterbrechen, aber ja, warte, ich gehe mal dahin. In das Badezimmer. Hier ist der Putzschrank. Ah, der Dyson. Genau, der muss sein. Der ist so super praktisch und ist auch Qualität. Ich habe auch einen drin. Ich kaufte mir, als ich auszog mit 19, meinen ersten Dyson-Aktion, Pink. Da haben mich alle ausgelacht, aber den benutze ich heute noch und habe ein Haus umgebaut von 1876 und den Bus ausgebaut und der funktioniert immer noch. Darum dachte ich so. Das ist der erste Akku, oder? Nee, das ist bei dem jetzt der zweite. Original-Akku oder hast du einen? Original, ja. Okay. Ja, weil dann meistens ist das, der Preis ist meistens auch. Du weißt übrigens für alle Dyson-Benutzer, ja, wenn er schnell nacheinander an- und ausgeht, ja, was ist dann voll? Der Filter verstopft. Ja, das wissen viele nicht. Die kaufen einen neuen Akku. Ja. Ja, du lachst, aber es steht im Handbuch. Ja, ja. Aber die meisten, der Akku ist kaputt. Ja, genau, es spinnt irgendwas. Da ist nämlich, zeig mal den Filter, das ist das blaue Ding da oben. Ja, genau, den kann man auch. Den kannst du rausziehen, den soll man auch regelmäßig sauber machen. Genau, aber er wehrt sich, er geht den an und aus und dann weißt du, muss den... Genau. Okay, cool, wir haben die gleiche Erfahrung gemacht. Genau. Da oben diese Boxen, hast du die gekauft oder selbst gebaut? Nee, die habe ich gekauft. Ansonsten habe ich alles selber gebaut, die Schubladen etc., die komplette Küche. Würde ich auch nicht mehr machen, weil der Bus ist überhaupt nicht winklig. Was ist der Bus? Ist nicht winklig? Nicht winklig, ja, man kann nicht wirklich, also ich habe hier Schnüre gespannt, dass das alles schön... Laser. Genau, aber der Bus arbeitet etc., auch die Flächen von den Schubladen, da sieht man, dass sie ein wenig 1-2 mm Luft haben. Und da ist auch ein Lernprozess für mich, dass ich da einfach mal die 5 Grad stehen lasse und ja... Toll. Und das ist jetzt auch noch provisorisch. So. Da unten ist das Waschmittel, gell? Auch genau, drin. Waschmittel etc. für den Kirche, Scheibenreiniger. Hier sind meine Arbeitskleider ansonsten. Der Boden, wie wird der geputzt bei dir? Klassisch? Oder hast du einen Zwiffer? Nee, ja, einen klassischen Bodenwischer. Genau, okay. Da habe ich das Pflegeöl. Sag mal, deine Freundin wohnt auch mal hier im Bus ab und zu, oder? Ja, ja, die wohnte 8 Monate hier und jetzt hat sie einen neuen Arbeitgeber im Engadin in den Bergen und dort wollte sie schon immer hin und da bin ich offen, weil sie lässt mich meine Träume leben und ich lasse sie ihre Träume. Vorname Fabienne. Fabienne, genau. Ja. Ja, habe ich geraten. Nee, es steht hier vorne. Ah, cool. Den Brief, ja, genau. Nee, den Brief, ich habe den Brief nicht gelesen, aber von außen steht Fabienne drauf, genau, mit vielen Herzchen. Ja, genau, das war eine Kollegin. Ist die lieb, deine Freundin? Ja, die ist... Hat viele Nerven mit mir, weil ich bin ein richtiger Mann, der Ausdruck gefällt mir nicht. Ja. Aber ich bin ja geradlinig und ich merke gewisse Sachen nicht. Oder okay. Ich vergesse ihren Geburtstag. Und mach ich auch. Und nee, Geburtstag nicht, aber diesen Jahrestag. Ja, den sowieso. Und da ist sie human, da tut sie mir einen Tag vorher mich ankündigen, du, was wollen wir dann machen? Und dann... wenn ich offen bin, merke ich es, oder ansonsten muss sie mir dann sagen, ja, ich habe morgen Geburtstag und dann, ist gut und dann, ja, und muss meine Sachen machen. Das ist mein Ding, ich muss meine Zeit. Wir
zeigen jetzt mal wirklich mal das Bad. Also du hast hier unten einen Lufteinlass. Erstens, es hat dir geknackt, aber da wir Eiche massiv haben, passiert nichts. Nee, da passiert nichts. Ich wiege ja. Da auslassen, hier ist die Steuerung. Warte mal, da ist die Steuerung. Schaltung ist hier. Ja, okay. Da kann ich auf hochregen. Im Winter gehe ich runter auf 15 Grad und dann kann ich vom Bett aus runterlangen und dann drehe ich auf hoch. Und dann habe ich innerhalb von 20 Minuten 25 Grad. So, und das ist ja wohl phänomenal. Du hast ganz viele Luftauslässe gemacht. Genau. Du hast Licht, viel Licht, ganz wichtig. Genau, Licht ist, war mir sehr wichtig. So, das hast du hier reingemacht. Dann hast du, ist der echt hier der Stein? Ja, das ist... Dünnstein, oder? Genau, ich nehme an, das war Schiefer, aber ein Pulver, wo auf eine Negativdruckplatte gegossen wird. Und ach so, das ist so eine Technik, oder? Genau, die ist nur 2 mm dick. Also hier sieht man es. Oh, sieht so genial aus. Und hier stimmt eben auch wieder die Haptik. Es fühlt sich wirklich an wie Schiefer und nicht wie Plastik. Und es ist nicht kalkempfindlich. Das ist so. Super. Sag mal, wie ist der Name von dem, ich hätte fast Scheißhaus gesagt, aber von dem, von dem Klo in der Schweiz? Toilette oder Toilette. WC. Ja, ja. Und du sagst WC. Ja. Und hier, auch hier hast du da so diesen Alpenlook so ein bisschen. Ja, genau. Das ist ein Trocken-WC. Mhm. Und hier ist einfach das Holz auch versiegelt worden, dass da so, mit den Bakterien etc. alles stimmt. So, jetzt hast du Glück. Jetzt geht sogar die Wärmelampe an. Wir müssen ein bisschen Gas geben, so leid es mir tut. Das ist die Dusche. Geh mal rein. Genau. Denn du bist 1,80 Meter. Was hast du? Ja, 1,82. 1,82. Ja, also hast eine Regendusche drin. Genau. Du hast richtige Duscharmaturen wie zu Hause. Genau, genau. Muss alles richtig sein. Hier kann ich eben das Wasser auffangen, darum der Überlauf. Ja. Und dann kann ich hier die Pumpe einschalten und hier den Ablasszapfen verschließen und öffnen. Okay, was hat das nochmal für einen Vorteil, dass das Wasser unten drin steht, dass die Füße auch sauber werden, oder? Nee, dass ich es umwälzen kann. Ah. Dass ich das Wasser ansaugen kann. Ach, du kannst das Wasser mehrfach benutzen? Genau, das ist ein Umlauf, das über die Regendusche läuft. Und wenn ich fertig geduscht habe, lasse ich sie leer laufen, also ich ziehe den Töckel. Okay, das heißt, du darfst aber während dem Duschvorgang nicht reinpinkeln, oder? Nee, das solltest du nicht machen. Für das habe ich einen 45 Liter Urintank. Aber du musst dran denken, vorhin gut pissen. Ansonsten ist die Verführung groß. Zeig mal hier, bitte aufmachen. Ist das sauer? Ja, sauber. Kann man zeigen, ja. Ach, du hast eine Trenntoilette. Genau, das ist die sauberste Lösung. Und stinkt gar nichts, gell? Nee. Das ist eigentlich super. Hat man hinten eine Entlüftung, die rausgeht. Und da, ja, das funktioniert. So, und das ist dein? Das ist mein WC-Papier aus Beute. Und das ist ein Güllen, also von den Bauern. Ja. Den habe ich im Juli in England gekauft. Das ist ein Oldtimer-Mert. Und ja, ich liebe so alte Sachen. So, sie ist echt heiß geworden. Deswegen müssen wir ein bisschen, es tut mir sehr leid, liebe Zuschauer. Aber es ist schön warm und die in 4K wird die warm. Dann hast du ein Hubbett. Hier unten ist dein Kleiderschrank. Ja, Kleiderschrank für die dreckigen Klamotten. Hier ist der ganze Elektrokasten drin. Genial. Alles mit Sicherung, oder? Ja, genau. Sicherung etc. Und hier unten ist der Wassertank mit Pumpen etc. und die Batterien. Da habe ich auch einen Servicedeckel. So, und wenn du dann abends schlafen willst, einfach runterziehen. Wenig Gewicht. Genau. Ich glaube, das Bett brauchst du ja am allerwenigsten. Klar, du brauchst es einen halben Tag, aber danach ist es weg. Ja. Das kannst du einhängen. Habe ich auch. Genau. Ich reiß mir laufend das Ding ab. Das ist riesig, das Bett. Toll. Ja, das war früher 1,80 und jetzt ist es 1,60 und das reicht vollkommen aus für zwei Personen. Du schläfst gerade oder quer eigentlich im Bett? Egal. Wie es gerade ist. Ich bin ein Wanderer. Wenn es schön ist. Warte, wenn du mal gerade da sitzen bleibst, bleib mal sitzen. Ich zeig mal gerade die Gesamtsituation jetzt hier, dass man das mal sieht. Das ist übrigens der Nils. Das ist sein Bad. Wenn wir hier mal reingehen. Das ist die Pflanze. Ist die echt? Ja, die ist echt. Bei mir muss alles echt sein. So, jetzt muss man ein bisschen Gas geben, weil die Wärmelampe ist leider ange... Also alles bei dir im Moment. Ich war ja nicht darauf gefasst, so ein geiles Fahrzeug zu sehen. Und das ist der Raum. Nils, komm, schnell raus. Ja. Abmoderation, die Tür kannst du schließen. Hallo? Und dann gehe ich nämlich gleich mal die Kamera tauschen, weil ich befürchte, dass dein Kollege auch einen tollen Bus hat. Gut. Da ist es. Und dann, das haben wir alle schon gezeigt. Und wenn du jetzt noch mal kurz da mal stehen bleibst, bleib mal genau da stehen, dann zeige ich dich mal gerade. Stolz wie Harry, zu Recht. Nach 9 Jahren Bauzeit. Nee, wie lange war's? 2,5 Jahre, aber gleichzeitig habe ich noch ein Mini komplett restauriert. Das ist nur ein Mini komplett. Ja. Der war komplett schrottreif, oder? Ja, der war komplett schrottreif, ja. Und wir gehen schnell raus, bevor jetzt, also wenn jetzt die Kamera ausgeht, dann wisst ihr, so, geh mal vor. Ja.
Mal kurz eine Abmoderation. Wir sind heute am 21. August 2021 in Interlaken. Das liegt im Kanton Bern, im Berner Oberland. Und das ist Nils. Und das ist eines der besten Projekte, die ich je gesehen habe, aller Zeiten. Vielen Dank für die Blumen. Ist auch wirklich. Du hast dir so viel Gedanken gemacht, um das Raumklima zu erhöhen. Nichts ist hingefuscht. Nee, also wirklich. Ich probierte es nicht. Es ist zwar einiges, ich sag mal, improvisiert, aber es ist alles alltagstauglich, oder? Ja, ja. So, das mit deiner Isolierung nochmal. Ja. Hut ab. Also ich hätte mich vorher umgebracht. Ja, ich war kurz davor. Tschüss Nils. Und übrigens, wenn ihr Fragen habt zum Thema Wohnen im Wohnmobil, schreibt mir. Ich leite es an den Nils weiter und dann kann ja Nils sich überlegen, ob er Kontakt zu aufnimmt, denn viele haben ja Fragen, gerade aus der Schweiz. Wie ist das mit dem Stehen und so weiter? Genau. Du wärst ja bereit, dann leite ich dir die Anfragen mal weiter, oder? Ja, die werden wahrscheinlich nicht zeitnah. Nee, das ist okay. Weil aber ich bin da ziemlich ein Lauri. Nee, das ist okay. Sag mal, das Leben, weil wenn es gleich mittendrin ausgeht, weißt du Bescheid, aber das Leben jetzt in den Monaten, wo du da warst, das ist schon cool, oder? Ja, ja, das war super. Es ist erfrischend für das Leben auch und es ist einem selber etc. Man ist flexibel, man hat Kontakt mit Leuten etc. Meistens positiv, außer der Diesel, der halt rechts rausgeht, aber das ist. Gut, du stehst ja mehr, als du fährst. Ja. Das ist so, das ist so. Und das ist nachhaltig. Das Auto hätte ich schon mehrfach neu gebaut werden müssen. Genau. Genau. Baujahr nochmal von dem? 76. 76. Genau. Und er hat vorher war es ein, was war es, Migros? Migros Verkaufswagen. Ja. Ein Migros Verkaufswagen. Genau. Tschüss, Nils. Ciao.